Erfurt. Abschlepper Stefan Burchert muss in der Innenstadt mehrere Falschparker abschleppen. Die Autos behindern Bauarbeiten. Er bringt jedes einzeln auf den Abschlepphof. Ja, also 3 Stück haben wir noch. Mal gucken, wie es dann aussieht, ob dann jetzt ein Fahrzeughalter dazukommt oder ob sich hier weiter nichts tut. Der Kollege, der ist sogar ein bisschen eher gerufen worden von zu Hause, weil der andere Kollege auch noch fürs Ordnungsamt unterwegs ist. Also Nachmittag haben wir eigentlich immer relativ gut zu tun. Bei uns ist es aber so, dass die Kollegen, die Abschleppwagen fahren, auch Fahrzeuge reparieren. Das heißt, wenn bei uns in der Werkstatt Fahrzeuge zur Reparatur da sind, entlasten wir unser Werkstattteam und können da mithelfen. Stefan Burchert lädt die Autos vorsichtig auf. Für Schäden haftet das Abschleppunternehmen. Bei dem Fahrzeug ist es so, dass der einen relativ kurzen Radstand hat. Und leider hat der Falschparker mir nicht den Gefallen getan und hat die Handbremse angezogen. Deswegen muss man da ein bisschen vorsichtig sein, dass die Radklammern sich nicht wegdrehen. Da muss das alles ein bisschen langsamer gehen. Ist aber nicht schlimm. Das dauert vielleicht eine Minute, zwei länger, aber ich sag mal, der Falschparker ist froh, wenn sein Auto danach noch heile ist. Kleinen Moment. Guten Tag. Sie stehen auch im Halteverbot. Kommt in 2 Minuten. Wunderbar, alles klar. Die Schilder, also hier fängt es an, geht die komplette Straße, gell? Ja. Die Stadtwerke machen hier für die Internetleitung was. Ja, die ist komplett. Haben Sie Glück? Ja, ist die doch, ich weiß doch nicht, weil alles voll ist immer hier. Keine Parkplätze. Ja, da. Hat sie auch nicht drauf geachtet. Da ist der Vater von der Fahrerin dazugekommen und hat gesagt, sie fährt jetzt jeden Moment weg. Demzufolge leider Pech für uns, aber die Straße ist leer, die Baufirma kann ordentlich arbeiten und somit ist dann für uns die Arbeit abgeschlossen. Stefan Burchert und sein Kollege räumen die Straße innerhalb einer Stunde. Ja, zählen wir mal durch. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja. Aus 7 wurden 6, aber ist okay. Der eine ist ja weggefahren, beziehungsweise kam jetzt dazu. Ja. Scheint es ein Großteil dann doch nicht so gehört zu haben. Die Falschparker können ihre Autos beim Abschleppdienst abholen. Kosten rund 200 Euro.